Ja, meine Damen und Herren, wir hatten Sie schon oft hier bei uns im Studio. Allerdings jetzt das erste Mal als Bürgermeisterin der Stadt Worms. Ich darf ganz recht herzlich begrüßen Stefanie Lohr. Hallo und guten Abend. Hallo, guten Abend. Etwas außergewöhnlich. Ich bin zu Hause und unser Studiogast ist im Studio. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es macht trotzdem Spaß und es wird uns gelingen. Erst einmal auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zur Ernennung zur Oberbürgermeisterin der Erstbürgermeisterin der Stadt Worms. Herzlichen Glückwunsch. Die Jungs und Mädels im Keller werden es bereits getan haben, nicht wahr? Ja, was meinen Sie, mir gratuliert haben? Ja. Ja, natürlich. Vielen Dank dafür. Ja. Ja. Also ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt mal auf die Stimmung. Die meisten Menschen werden sich überlegen, wie aufregend ist es denn eigentlich, als Bürgermeisterin am 1.11. in der Stadt Worms zu agieren. Ich habe den Timo Horst das letzte Mal bereits gefragt, wie er sich gefühlt hat, jetzt in seinem Amt als Dezernent. Wie haben Sie sich gefühlt, als das erste Mal als Bürgermeisterin im Rathaus war? Ach, es war eigentlich so ein Gefühl, gut, dass es jetzt endlich losgeht, weil es war ja doch eine lange Phase. Die Wahl war ja schon im Juli und ab dann hat man sich ja angefangen, darauf vorzubereiten. Und deswegen war eigentlich der 2.11., weil der 1.11. war ja ein Feiertag, war das so ein Gefühl, ja, es wird jetzt Zeit, dass es losgeht und ich möchte jetzt anfangen. Wie ist es denn dann verlaufen am ersten Arbeitstag? Geht man da zuerst mal durch die Abteilungen und sagt, hallo, guten Tag? Ich bin die Neue oder wie verläuft das? Genau so war's. Also ich bin erstmal, ich glaube, mein erster Termin war mit meiner Mitarbeiterin, die Frau Ewald, die meinen Terminkalender macht. Dann war ich bei meiner Abteilung dem Standesamt und habe mich vorgestellt. Ich war das erste Mal dann in meinem Leben im Standesamt. Habe mal gefragt, ob ich auch Trauungen halten darf, so rein theoretisch. Und dann war ich im Adenauerring bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgerservices. Und wenn ich mich richtig erinnere, es ist schon, dann hatte ich dann natürlich auch noch eine Rücksprache mit dem Oberbürgermeister und so war der Tag auf einmal ganz schnell vorbei. Ja, ja, die Übergabe mit dem Vorgänger, mit dem Hans-Joachim Kosebeck, wurde die schon vorher bereits in die Wege geleitet oder wurde man dann erstmal die Übergabe, die richtige Übergabe des Amtes vor Ort gemacht? Nee, wir haben tatsächlich nach der Wahl eigentlich schon angefangen. Also muss ich auch wirklich ein ganz großes Dankeschön an den Hans-Joachim Kosebeck sagen. Er hat mich ab diesem Zeitpunkt auch eingebunden und wir hatten immer wieder Gespräche. Ich war schon bei ersten Rücksprachen dabei und er hat mich da doch mit behutsam so in die ein oder anderen Themen eingeführt, mir Ratschläge gegeben und auch, muss ich sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade im Büro, haben alles vorbereitet. Ich hatte ein renoviertes Büro mit neuen Möbeln ausgestattet, das Diensthandy, das Telefon, es war alles vorbereitet und das war ein ganz toller Beginn. Ja, wir haben eine junge Bürgermeisterin, eine sehr junge Bürgermeisterin, 37 Jahre alt. Wie haben sich die Mitarbeiter, wie verhält man sich gegenüber Mitarbeitern, die jetzt, sagen wir mal, schon 30 oder gar 40 Jahre in ihrem Posten sind in der Stadt? Gibt es da irgendwelche Schwellen oder gibt es da irgendwelche Probleme? Ach, eigentlich, nee, Probleme gar nicht. Ich habe eine sehr große Offenheit erlebt. Also es ist eigentlich überhaupt kein Unterschied zwischen den Älteren und den Jüngeren. Ich habe sehr viele Kennenlerngespräche geführt, auch schon in der Zeit, bevor es jetzt im November losgegangen ist. Und habe von Anfang an offen gesagt, vieles ist neu, vieles muss ich lernen. Und auch, dass wir es nur gemeinsam schaffen können, also dass es einen Austausch gibt. Ich möchte eine gute Führungskraft sein. Mir ist es wichtig, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zu sein. Aber ich bin natürlich, das ist so ein großer Bereich, ich bin auf die Expertise von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewiesen und habe einfach darum gebeten, Offenheit, Austausch. Und bisher hat sich das eigentlich ganz gut angegangen. Also sozusagen jederzeit ansprechbar.
Ja, Man kann beziehungsweise auch. jederzeit als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf Sie zukommen. Also ich hab so ein Video gedreht, so ein Videoclip. Wir sind ja in Corona-Zeiten und habe es gesagt, es wäre unrealistisch zu sagen, wenn meine Tür immer offen ist, ich jederzeit ans Telefon gehen kann. Aber was ich zugesagt habe, dazu stehe ich auch, wenn es drauf ankommt und wenn ich gebraucht werde, bin ich da und stehe vor meinen Mitarbeiterinnen beziehungsweise hinter den Mitarbeitern, je nachdem, was gefragt ist. Wie sieht denn der Arbeitstag einer Bürgermeisterin gerade zu Corona-Zeiten so aus? Man kommt ins Rathaus, was steht an? Also es ist noch, also es wäre echt ein bisschen witzig, ist es schon, weil es ist so, wie man es sich vorstellt. Man kommt morgens, ich bin nicht die allerfrühste, ich komme meistens zwischen 8:30 und 9 ins Büro und da liegen dann schon die Mappen. Also es gibt noch viel Papier tatsächlich am Rathaus. Und dann habe ich sortiert bekommen, nach was sehr eilig ist, also stehen Eilentscheidungen an und was an Anfragen aufgelaufen ist. Und dann geht es eigentlich den ganzen Tag durchgetaktet mit Terminen. Momentan noch viele Rücksprachen, immer noch sehr viel Kennenlernen, Ankommen. Und dann hat man ja noch die Abendverpflichtungen. Die kommen dann auch noch an top und meistens beginnt mein Tag momentan so um 8:30 und endet so zwischen 10 und 11:30, ja. Oh, Ja. das widerspricht aber dem Arbeitszeitgesetz. Dessen sind wir uns ja mal sicher, ne? Aber Sie wissen ja, wir sind ja als Organe, könnte man jetzt sagen, beziehungsweise Bürgermeister ist man ja, glaube ich, sogar tatsächlich außerhalb des Arbeitszeitgesetzes. Ja. Aber 24 Stunden mehr oder weniger erreichbar sein, Klappt das nicht. ist so gut wie unmöglich. Und wenn Sie jetzt schon gesagt haben, dass man 13 bis 15 Stunden am Tag unterwegs ist, das zehrt. Das kann man, das ist die Anfangsphase. Also mir ist es halt jetzt wichtig, gut anzukommen, die Leute kennenzulernen, weil wenn es zum Schwur kommt in den wichtigen Situationen, wenn man eine Krisensituation hat, glaube ich, ist es entscheidend, man muss wissen, auf wen kann man zurückgreifen, wen muss man anrufen, wer sind die wichtigen Leute innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Und deswegen ist es mir wichtig, jetzt die Leute kennenzulernen, dass, wenn es drauf ankommt, wir auch handlungsfähig sind. Mir fällt eine Frage ein. Sie müssen sie nicht unbedingt beantworten, aber was ist denn Ihr Lieblingsbereich innerhalb Ihres Dezernates? Haben Sie da schon von früherer Zeit, wo Sie gesagt haben, das ist aber eine tolle Sache, und dann, naja, an die traue ich mich nicht so ran? Also ich kann sagen, ich habe das schönste Dezernat von allen. Es ist tatsächlich, und das ist ohne Schmarrn, es ist die Konstellation so jetzt gekommen, wie ich mir es gewünscht hat oder wie mich der Oberbürgermeister auch erfolgreich zur Bewerbung gelockt hat. Ich würde nicht sagen, dass ich Lieblingsbereiche habe. Es gibt, sagen wir mal, diese berühmten Komfortzonen, wo ich viel Wissen mitbringe oder eine gewisse Erfahrung. Ich meine, ich bin Feuerwehrfrau, ich war umweltpolitische Sprecherin, da habe ich eine gewisse Komfortzone. Und dann gibt es andere Bereiche, wo ich ganz viel lernen muss. Also gerade in den Straßenverkehrsthemen oder auch, also auch bei der Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsamt, da ist noch mehr Kennenlernarbeit gefragt. Das ist mir nicht ganz so nah, aber so arbeite ich mich jetzt peu à peu rein. Ja. Worms ist die älteste Stadt Deutschlands. Dessen sind wir uns ja sicher. Da kann Trier sagen, was es will. Innerhalb Ihres Dezernates ist auch das Institut für Stadtgeschichte. Wie verbinden Sie sich gerade mit diesem Institut der Stadtgeschichte? Ich meine, da gehört ja einiges dazu. Wir gehören jetzt zu den Schulstätten, wir sind Weltkulturerbe und. Stellt das eine ganz besondere Herausforderung dar? Ich muss Sie korrigieren. Wir haben die Dezernatsverteilung geändert. Das Dezernat der Institut, also, weil ist ja gut, dann ist es, das ist jetzt auch ganz frisch, beziehungsweise es wird auch erst wirksam, das hat der Stadtrat jetzt erst beschlossen. Das Institut für Stadtgeschichte und die Museen wird der Oberbürgermeister übernehmen. Dafür werde ich den Bereich, heute nennt sich das der Bereich 7, die Wirtschaftsförderung, die Stadtentwicklung, Demografie, gesellschaftliche Themen werden zu mir im Bereich kommen, auch die Gleichstellungsstelle. Aber Sie haben recht, also das Thema Stadtarchiv und Museen war uns jetzt auch ganz wichtig, das die nächsten Jahre beim Oberbürgermeister anzusiedeln. Das hat er auch gesagt, das möchte er nochmal auch mit dem Amt mittragen. Und dass wir aus den Schummstädten jetzt auch wirklich den Effekt haben und hier gute Gastgeber für Touristen werden und auch die Reichweite bekommen. Und deswegen haben wir diesen Tausch vorgenommen.
Das hat ja auch an Wertigkeit zugenommen, sage ich jetzt mal, das Institut für Stadtgeschichte durch diese Schumann-Gelegenheit. Ja, das ist also unser kulturelles Erbe ist im wahrsten Sinn des Wortes unser Schatz. Und der muss bewahrt und gepflegt werden. Und um den gibt es viele Mythen. Und den muss man sichtbar machen. Für Touristen, aber auch, was glaube ich ganz wichtig ist, die Wormsonne und Wormser da auch mitzunehmen. Wir machen das jetzt nicht nur für Gäste und Touristen, sondern wir machen es auch fürs Wir-Gefühl. Und ich glaube, da ist das ein gutes Signal, dass das die nächsten Jahre beim Oberbürgermeister ist. Die Landtagsabgeordnete Stefanie Lohr ist Bürgermeisterin. Wo liegt der Unterschied, beziehungsweise wie sagen Sie sich, ach, das im Landtag war ja doch irgendwie etwas höher angesiedelt, oder sagen Sie jetzt gebe ich volle Energie als Bürgermeisterin? Also ob ja die Wertigkeit, es sind zwei ganz unterschiedliche Rollen. Das eine ist ja Teil der Legislative und jetzt ist es ja ein Exekutivorgan. Also ich hab schon scherzhaft die Tage gesagt, ich habe das Gefühl, das erste Mal seit 2 Jahren wieder richtig zu arbeiten. Ich war ja in der Opposition. Und das ist doch ein mühsames Geschäft. Also man muss ja wissen, die Entscheidungen trifft die Regierung. Man ist mehr der Mahner oder auch wir legen den Finger in die Wunde, wir bringen Ideen ein, aber letztendlich sitzen wir nicht am Steuerrad. Und das hat sich jetzt geändert und das fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Also die Produktivität, die man im Landtag vermisst hat, dass aus dem engagierten Verhalten oder aus den Vorschlägen, die man ja selbst als perfekt gehalten hat, nichts wurde, weil halt die Regierung stärker war. Jetzt kann man das richtig umsetzen. Ja, also ich würde es auch nicht, also die Wirksamkeit oder die Produktivität, man hat schon, also man auch in der Opposition hat man viel zu tun und man arbeitet viel, aber man hat nicht diese Wirksamkeit, diese Durchschlagskraft. Und hier in diesem Amt ist man jeden Tag nach Entscheidungen gefragt. Ich habe gerade auch den Kolleginnen und Kollegen gesagt, so die Frage, machen wir jetzt einen verkaufsoffenen Sonntag? Das muss entschieden werden. Gilt jetzt eine Maskenpflicht in der Innenstadt? Das muss entschieden werden. Und da kann man nicht lange diskutieren, sondern da ist Klarheit gewünscht und gefordert. Ja, gerade in der jetzigen Zeit. Sie haben es angesprochen mit Corona. Es steht uns noch einiges bevor, wie wir wissen. Es ist hoffentlich bald vorbei, dass man ins normale Tagesgeschäft wieder übergehen kann. Ja, das wäre sowas von wünschenswert. Es beschäftigt uns momentan sehr, aber auch da zu sehen, dass man jeden Tag vielleicht einen Beitrag leistet. Wir kämpfen gerade dafür, dass wir mehr Testkapazitäten bekommen. Das Impfzentrum wird wieder aufgebaut. Und ich muss sagen, das fühlt sich auch gut an, wenn man das Gefühl hat, man trägt einen Beitrag zur Lösung bei. Also man ist nicht so zum Nichtstun verdammt. Das ist doch befriedigend, muss ich sagen. Ja, und da ich gerade die entsprechende Frau hier in unserem Studio habe, frage ich sie gleich, der Weihnachtsmarkt in Worms. Ja. Man hört von anderen Städten, die haben den Weihnachtsmarkt erst gar nicht eröffnet. Dann gibt es auch Städte, die schließen mittlerweile ihre Weihnachtsmärkte wieder. Wie steht es mit Worms? Also wir haben den Weihnachtsmarkt eröffnet, haben aber sehr, würde ich schon sagen, vorausschauend diese 2G an den Glühweinständen, die ja so ein bisschen wie so ein kleiner Biergarten sind, eingezäunt, mit genesen oder getestet. Und wir haben die Maskenpflicht in der Innenstadt, die dazu beiträgt, ich glaube, wenn man eine Maske trägt, verhält man sich anders, automatisch ist man etwas sensibilisiert für das Thema. Und nach der ersten Woche, muss man sagen, gibt es da jetzt auch keine Probleme. Worms ist ein sehr großer, ein weitläufiger Weihnachtsmarkt. Wir sind jetzt auch kein Weihnachtsmarkt-Hotspot wie jetzt Nürnberg, wo viele Touristen hingehen, sondern wir machen den Weihnachtsmarkt in erster Linie für die Wormser und fürs Umland. Und bisher läuft das alles sehr friedlich ab und es ist auch nicht überlaufen. Das Wochenende wird jetzt schon nochmal drauf zu schauen sein, wie sich entwickelt. Aber ich sage auch, wenn sich das so angeht, wie es jetzt war, möchten wir den Weihnachtsmarkt schon offen halten, wenn es das Gesetz auch uns ermöglicht. Aber wir beobachten es sehr genau, wir kontrollieren sehr genau und können natürlich da auch nichts ausschließen. Ja. Sie sprachen es bereits an, die Teststationen werden vermehrt, die Impfstationen, die Impfzentren werden wieder geöffnet. Ab wann ist das der Fall, beziehungsweise wie wir da vorgegangen?
Also wir brauchen noch ein paar Tage, um die Infrastruktur aufzubauen. Wir sind ganz dankbar, dass das EWR uns jetzt das Kesselhaus zur Verfügung stellt, dass wir nicht in die Nikolaus-Dörr-Halle müssen, sondern momentan findet da ja noch Sport statt. Und wenn das irgendwie erlaubt ist, möchten wir das den Sportlern auch ermöglichen. Wir bauen da gerade die Infrastruktur auf, auch bei den Testzentren. Die haben halt auch Schwierigkeiten, das Personal zu akquirieren. Also das ist halt auch nicht mehr so einfach zu finden. Wir hoffen, dass wir zu Anfang Dezember starten können, hängt aber auch davon ab, wie viel Impfstoff wir bekommen und wann. Ja, also das mit den Testzentren habe ich schon mitbekommen. Die suchen händeringend nach Leuten und so wird es dann wahrscheinlich auch in den Impfstationen sein. Ja, beim Impfstation ist es noch mal sensibler, weil da brauchen wir Fachpersonal. Wir werden auch Verwaltungsmitarbeiter, die da mitarbeiten, aber die werden dann auch wieder aus ihrem Alltag gerissen. Und wir haben ja die gleichen Probleme wie alle Unternehmen. Also es sind auch momentan viele Mitarbeiter krank und fallen aus. Und dann ist das schon eine große Herausforderung, das alles zu organisieren. Mitarbeiter, wieder zurück ins Rathaus. Wie groß ist die Homeoffice-Quote im Rathaus, soweit sie möglich ist? Ich kann Ihnen die Zahlen nicht sagen. Das entscheidet bei uns, und so finde ich es auch gut, die Bereichsleitungen. Und es ist natürlich abhängig davon, ob man Kundenverkehr hat und wie die Situation ist. Mein Eindruck ist, da überall, wo es möglich ist, wird Homeoffice gemacht. Aber wir möchten natürlich auch für unsere Bürger da sein, also gerade im Sozialbereich oder so, oder auch beim EPPO, ja, in der Müllentsorgung ist nichts mit Homeoffice. Ja. Also es ist, würde ich sagen, eine gute Mischung. Ich kann Ihnen die genaue Quote nicht sagen. Aber wir sind da, wir halten uns auch da an die Vorgaben. Wo es möglich ist, wird es auch gemacht. Ja, das ist ja auch meines Erachtens auch wichtig und ist auch meines Erachtens auch eine Möglichkeit, die Infektionszahlen, wenn auch nicht enorm, aber doch schon einen gewissen Teil zurückzuhalten. Wir haben auch tatsächlich 2G für die Besucherinnen und Besucher der Verwaltungsgebäude eingeführt, was natürlich auch zum Schutz der Mitarbeiter ist. War uns auch wichtig, dass wir auch da unserer Fürsorgepflicht nachkommen. Ja gut, wie ist denn das jetzt geregelt, wenn ich irgendetwas Verwaltungstechnisches machen möchte und bin nur getestet beziehungsweise bin ungeimpft. Wie kann ich das tun? Kann ich das online machen oder? Entschuldigung, ich habe 2G gesagt, es ist 3G, das ist natürlich falsch, mit einem Test. Aber ich brauche einen tagesaktuellen Test, um in die Gebäude reinzukommen. Und ansonsten haben wir ja auch schon durch den letzten Lockdown auch gelernt. Also es gibt viel, was ich jetzt online machen kann oder telefonisch und so versuchen wir es auch zu regeln und möglich zu machen. Also wenn ich das jetzt so mitbekomme, ist es eigentlich eine doofe Zeit als Bürgermeisterin anzufangen, oder? Wenn man das mal so sehen will, Corona braucht kein Mensch und es hätte nicht sein müssen. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch lieber, dass mein Kalender voll wäre von Weihnachtsmarktbesuchen und Weihnachtsfeiern und tollen Veranstaltungen und vielleicht schon langsam vorbereiten auf die Neujahrsempfänge. Ist leider nicht, aber auch das, wir tun unser Bestes, dass wir gut durch diese Zeit kommen und hoffentlich gesund bleiben. Insofern ist es jetzt nicht keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, eine befriedigende Aufgabe, dass man das tut, was man tun kann und hoffentlich dann mal einen Beitrag leistet. Ja, wir hoffen, dass alles wieder gut wird, so schnell wie möglich. Das haben wir zwar letztes Jahr auch gesagt, dieses Jahr ist es uns noch nicht gelungen, aber nächstes Jahr bestimmt. Und ich darf mich recht herzlich bedanken für Ihr Kommen in unser Studio. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg als Bürgermeisterin und natürlich auch das, was wir momentan brauchen, die Gesundheit. Also alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank und hoffentlich bald wieder persönlich. Genau. Von Angesicht zu Angesicht ist es doch viel schöner im Studio. Okay, beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Gute Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.